Der Sport erfordert ja auch einen Wettkampf, ja, nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Vereinen. Wie sieht es denn da aus? Ja, ist klar. Man möchte sich natürlich mit anderen messen. Und wir haben also auch Vergleichswettkämpfe mit anderen Vereinen, mit denen wir uns treffen, auch Jugendwettkämpfe, die untereinander Turniere machen. Aber von der Leistung her, man schießt normalerweise im Verein seine Vereinsmeisterschaft und darf dann an der Kreismeisterschaft teilnehmen und muss dort eine bestimmte Ringszahl schießen. Die Ruderschützen hatten dieses Jahr 230 Starts. Das waren die meisten Starter aus einem Verein in ganz Berlin. So viel hat kein anderer auf die Beine gestellt. Und aus diesen über 230 Starts haben sich jetzt sehr viele Leute, wenn ich mich täusche, so um die 150 für die Verbandsmeisterschaften qualifiziert. Das ist jetzt die höhere Klasse. Und die, die dort sehr gute Ergebnisse erzielen, können sich qualifizieren für die deutsche Meisterschaft. Und wir sind noch nicht fertig. Verbandsmeisterschaften laufen noch. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir also bestimmt 3, 4, 5 Ruder nach München schicken. Und dass es für einen Verein zur deutschen Meisterschaft 5 Leute zu schicken, wäre eine tolle Leistung. Und das verdanken wir eigentlich unserer Hauptsportwartin, die sich also nur um den Sport kümmert. Damit habe ich also wenig zu tun als Vorsitzende. Ja? Und sie ist also sehr engagiert und kümmert sich drum. Und das macht die Erfolge aus, weil ja dann die Schützen ja auch wieder mitziehen, wenn sie sehen, sie werden gut betreut. Ja? Dann kommen sie auch und schießen Wettkämpfe. Und dann kann man so eine Erfolge erzielen. Dann wünsche ich Ihnen und dem König ein gutes Schützenjahr und möge er Sie nicht verdorsten lassen. Vielen Dank, ich danke für das Gespräch. Wir huldigen dem Schützenkönig. Der Schützenkönig ist ernannt worden. Sie haben die meisten Punkte bekommen. Der Schützenkönig ist ein Sporttitel. So nehme ich das an. Ja. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, aber noch wesentlich mehr überrascht. Ich habe mit allem gerechnet, ganz ehrlich, aber nicht damit. Also ich glaube Ihnen gerne, denn Ihr Gesicht hatte an für sich Überraschung ausgesagt. Ja? Das war sehr, sehr erstaunlich. So ist es, vor allen Dingen, weil eigentlich Luftgewehr gar nicht meine Disziplin ist. Aber auch ein blindes Huhn oder ein halbblinder Schütze findet meinen Korn oder die Zehen. Was haben Sie denn bisher an Waffen geschossen? Großkaliber. 357 Revolver und 9mm Pistole. Also das, was die Polizei benutzt? Oder? Nein, also bitte, das Thema wollen wir einfach ausklammern. Wir sind Sportschützen, Betonung liegt auf Sport. Und wir schießen nur auf Scheiben, auf nichts weiter. Und huldigen einfach dem Sport, genau wie Biathlon oder was ähnliches. Was sind denn das für Pistolen? Magnum wurde mir gesagt, ist das richtig? Ja, ganz einfach. 357 ist eine Magnum-Ladung. Die ist einmal entwickelt worden. Meiner Meinung nach war das 1935. Und ist halt auch eine sportliche Disziplin wie jedes andere. Luftgewehr, Kleinkaliber und so weiter und so weiter. Der Schießsport ist ja ein außergewöhnlicher Sport, denn er erfordert Fairness und erfordert auch Konzentration. Das ist richtig, aber vielleicht einer der ältesten Sportarten, denn der Schießsport hat ja eigentlich den Sinn, dass man seinerzeit vor alter Zeit die Familie ernähren wollte. Man ging mit Pfeil und Bogen, mit Speer und so weiter los, bis man eben etwas modernere Waffen entwickelte, um die Familie zu ernähren oder sich zu schützen. Wir wollen aber weder die Familie ernähren, wir sind keine Jäger, wollen auch nicht die Familie schützen, sondern einfach nur sportlich tätig sein, uns entspannen und eben Sport betreiben, nichts weiter. Wie ich gehört habe, ist der Titel sehr knapp errungen worden. Das heißt, Ihre Mitbewerber waren um Millimeter dicht daneben. Ja, darüber freue ich mich ganz besonders. Das ist also ein Gütezeichen für die Ruderschützen, die sehr gute Ergebnisse erzielen, auch bei Wettkämpfen, bei sportlichen Wettkämpfen. Und das ist eine ganz große Freude für mich, dass wir so dicht nebeneinander lagen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ein Jahr Schützenkönig zu sein, erfordert natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ja, natürlich. Man soll diesen Sport publizieren. Man soll das gesamte Schießverständnis vertreten.
Und zwar in sportlicher Art, in keiner anderen Art. Und ja, da werde ich mich bemühen und ich denke, ich werde das schaffen. Es ist ja im Grunde genommen auch ein schöner Sport, weil man das, was man erarbeitet, auch sieht und sich messen kann mit den anderen. Richtig. Und wenn man jetzt den ganzen Tag gearbeitet hat oder irgendwie eine Beschäftigung nachging, man geht abends oder vormittags, je nachdem, wie man Zeit hat zum Schießen, man schaltet ab. Man konzentriert sich nur auf das eigentliche Schießen und das ist auch etwas Erholung und entspannt. Das ist ja im Grunde genommen Konzentration, die Sie aufbringen müssen, um eben, wie gesagt, den Schuss zu setzen, den Sie gerne möchten, nämlich genau in die Mitte. Das ist richtig. Natürlich gelingt das nicht immer, denn es ist gerade beim Skisport, und das ist das vielleicht das Besondere daran, abhängig von der Tagesform, von vielen, vielen Dingen, vom Wetter, von was weiß ich was alles. Und das macht das Ganze doch ein bisschen interessant und spannend. Und wenn man dann natürlich getroffen hat oder vielleicht der Beste war, ist das eine ausgezeichnete Leistung und Belohnung für das Training, das man absolviert hat. Und sollte es nicht gewesen sein, dann muss man eben sich anstrengen beim nächsten Mal. Das ist richtig. Aber auch der Skisport soll ja Spaß bringen. Er soll nicht zu ernst genommen werden. Er soll entspannen. Und man darf das also als Freizeitsport betrachten. Sie sagten eben die Konzentration. Die Konzentration kann durch eine ganz kleine Angelegenheit gestört werden. Tür zuschlagen oder sonst was und schon ist man abgelenkt. Die Ablenkung, die entscheidet da vielleicht ein bisschen mit, ne? Absolut. Deswegen ist ja bei Wettkämpfen gibt es sehr strenge Regeln. Man passt auf. Es hat also alles in Ruhe und Stille zu geschehen. Selbstverständlich, wenn der Nachbar jetzt einen pausenlos belästigen würde mit irgendwelchen Fragen, lenkt kolossal ab und würde das Ergebnis völlig verändern. Ja, und das ist eben, was ich meine, also die Entspannung dabei, Stille, Ruhe, Konzentration und dann ist es eben das, was man eigentlich wollte, bisschen Spaß haben, bisschen konzentrieren, bisschen Erfolg und nach Hause gehen und man hat den Kopf wieder frei. Dann wünsche ich Ihnen ein sehr schönes Königsjahr. Bedanke mich ganz herzlich und ich bin überzeugt, dass es das wird. Vielen Dank. Dankeschön. Sie sind die neue Schützenkönigin 2003. Aber in Folge, das heißt auch im letzten Jahr waren Sie schon Schützenkönigin. Was zeichnet die Königin aus? Ja, eine ruhige Hand und die Treffsicherheit, dass es eine Hoffnung wird, dass sie wieder im Königshaus ist. Aber es ist nicht immer gesagt, das Glück zählt damit. Also die sportliche Leistung zählt, ja, die sportliche Leistung, der Schuss und das, was nachher im Nachhinein ausgezeichnet wird, nämlich der Schuss in die Mitte. Genau so. Nun haben Sie ja auch Konkurrentinnen, also das heißt, Sie stehen nicht alleine und auch die anderen möchten gerne Königin werden und versuchen sich natürlich im Sport. Wie sieht es denn da aus? Jeder versucht sein Bestes, aber es gibt auch einige Damen, die, sagen wir mal so, sicher sind, dass sie es nicht wollen ins Königshaus und auch nicht möchten und dementsprechend auch ihr Glück versuchen, mal nicht dazu zu zählen und dementsprechend schießen sie auch. Ja, aber das ist jedem selbst überlassen. Aber wir versuchen immer unser Bestes und jeder hält rein. Wie fühlt man sich denn so als Schützenkönigin? Einerseits wieder ganz, ja, ist eine Anspannung vorher da, aber einerseits ja stolz, den Verein vertreten zu können als beste Schützenkönigin. Andererseits ist auch mit Verpflichtungen verbunden und man muss es auch irgendwie unter einen Hut bringen. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, aber es macht trotzdem Spaß für den Verein dafür zuzuhören und es freut mich, dass ich wieder einmal Königin geworden bin. Aber eines ist natürlich sicher, wenn Sie zum zweiten Mal Königin geworden sind, dann setzt das natürlich voraus, dass die sportliche Tätigkeit, eben das Schießen, doch bei Ihnen sehr
ausgefeilt ist, würde ich mal sagen. Ich verrate jetzt etwas, was auch jeder Schütze eigentlich hier weiß bei uns im Verein. Ich trainiere eigentlich nie, weil ich nie dazu komme. Aber es gehört eine ruhige Hand dazu, Treffsicherheit natürlich auch und Glück. Wehe dem, wenn Sie die Zeit hätten zu trainieren, dann würden das noch ganz anders aussehen, vermutlich. Aber ich noch ein bisschen besser als sonst, aber wie gesagt, ich habe kaum Zeit zum Trainieren, weil mein Sohn mich ja sehr auch voll in Anspruch nimmt und da bin ich in erster Linie vorrangig. Aber wie gesagt, das Schießen macht Spaß, ja? Voll und ganz macht es Spaß, sonst wäre ich nicht im Schützenverein und zum wiederholten Male Königin geworden. Der Skisport ist ja immer mit dem Mann verbunden. Aber ja, Sie sind ja nun das beste Beispiel, dass nicht nur die Männer schießen können, sondern vor allen Dingen auch die Frauen. Sagen wir mal so, es ist eine Tradition eigentlich, dass nur Männer Schützen geworden sind, aber es hat sich im Laufe der Jahre ja so fortgebildet, dass auch die Frauen vorrangig sich dazu gestellt haben. Und ich muss sagen, es ist auch gut so, denn nur Männer wäre ein bisschen vielleicht langweilig geworden. Denn zum Königshaus gehört eigentlich auch eine Königin dazu. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Schützenjahr und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder und vielleicht diskutieren wir wieder über die Königin. Bedanke mich recht herzlich.